Willkommen zurück zu Legend of the Tetrarch. Was ist das hier für ein komisches Ding? Ist das Gate to the Island, okay? Ist das der, wo wir hin müssen? Wollte ich fragen. Wir müssen nämlich jetzt hier mit den drei Tetrarchs nach Toulouse. Und das Ding scheint nicht zu funktionieren, okay? It doesn't work. It might be because it's been left abandoned for such a long time. Let's go back to the society and... Ja, einfach drauf, oh, das funktioniert immer. no, let's not do that. It's working now, so what's the problem? The sound as it started up was odd though. Is it really okay? I don't like the idea of using it. It's working, so it'll be okay. Let's go. Und gleich kommen wir in irgendeiner zweiten Hölle raus oder so. I'm scared. Best to get it over with then. I'll go after you. Thanks. Okay, rein da. Mal gucken, wo wir landen. Am gleichen Ort. Zumindest sieht's so aus optisch. Und es ist wieder kaputt. Ja. It was okay. Yeah, no problem. All three of us are here. It was a close shave though. Much longer and there's no telling what might have happened to Lloyd. I wouldn't have been able to get back. It's no laughing matter. It broke. That's your fault, Aline. You need to be to apologize to the society engineers and have them repair it. It's okay. We were originally asked to set up a simple gate. The old ones can break at any time after all. Ah yeah, there are simple gates these days, aren't there? Einfach ein Leben, okay. Yeah, so it's gonna be safe to get back. Good. Okay then, let's head to the sacred spot of Toulouse and look for any info about Valencia. Ah genau, ja, wir wollen auch versuchen nach dem zweiten heiligen Schwert Valencia. Das andere hieß ja Estafil, glaube ich. Island Gate, okay. Voll schön. Und wir haben rausgefunden, in irgendwelchen alten Schriften, dass es eben noch ein zweites heiliges Schwert gab, den Namen... Was gerade keine Antwort, aber Valencia, genau. Und das sollen wir jetzt finden. Wahrscheinlich wird es in Toulouse sein. So, da drüben sind noch irgendwelche kleinen Schweden und Inseln. Keine Ahnung, ob die irgendwann nochmal wichtig werden. Ihr seht, was das Problem ist, oder? Hä? Ah! Okay, ich muss so... So gedreht laufen. Das ist spannend. Habe ich hier bei Nimble Counter aus eigentlich? Das kommt mir gerade so vor. Ja, ups. Ja, keine Ahnung, ob die Inseln da hinten noch wichtig werden irgendwann oder ob die einfach nur optisch da sind. Ich kann mir vorstellen. Oh, Wyvern. Interessant. Ich kann mir vorstellen, dass wir da irgendwann mal mit unserem Luftschiff hinfliegen, falls wir eins bekommen. So, ich habe keine Ahnung, wie man mit den beiden kämpft. Mit. Oh, das war nice. Mit Lloyd und mit Siegfried. Ich habe halt ewig nicht mehr mit denen gekämpft. Deswegen keine Ahnung, was die für Attacken können. So, und Aileen ist ja sowieso komplett neu. Sehr schön. Das haut echt rein. Ja, jetzt haben wir auch einen neuen Kamina-Slot mit ihnen, das ist cool. Aber was ich da reinpacke, gucke ich mal später an. So, dann geht's nicht weiter. Und da ist Toulouse scheinbar, das ist klar. Bum, 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 bum. Ich liebe den Orbit-Track. Ich liebe ihn wirklich, wirklich stark. So, nochmal das hier. Du machst nochmal... Aber geht's auf beide hier? Das geht auf beide, sehr schön. Du machst das hier. Ja, das war ganz guten Schaden. Das Geräusch, was das Wyvern-Baby macht, wenn es einen Angriff ausführt,
Klingt aber nicht so gut. Das klingt irgendwie kaputt, keine Ahnung. Wow, stirb bitte nicht. Das wäre voll super. So. Und er ist tot. Tja. Ernsthaft jetzt mit 1 KP so ziemlich überlebst du noch. Okay, es ist mehr als 1 KP, aber egal. Mit einem kleinen Strich halt eine Leiste, meinte ich. Ist hier oben noch was? Nein. Das heißt, Toulouse wird jetzt wahrscheinlich ein Dungeon sein, oder? Oder ist hier einfach nichts? Eine Wüstenstadt. Da ist irgendwas. Irgendeine Plaza oder sowas in der Art. Weathered like this, there's no trace of what things used to be like. This is what 600 years does. I never really took the time to look around Toulouse before it was destroyed. I regret that. That's a surprise. Were you really an officer of the Firmament Army? Haha, what can I say? I just never had a chance. When I was in the Firmament Army, I came here several times and I went straight to the Crown Temple. I hardly saw the town at all. Later, I was assigned to the regions, and after I moved to the Celestial Society, I was there all the time. It was just a normal town. There was nothing special to see. The towns on the surface were more interesting. But this was where the deities and the Firmament King, who was like a deity, lived. Don't be so disrespectful. I know, I'll show you the sights. What? With a town like this? We don't have time. Yeah, I guess you're right. What's that shining over there? As if I know. Maybe it's some sort of energy. Werden wir mal rausfinden müssen. Oh Gott, ist die Karte anstrengend. Was ist das? Ich wollte die Truhen eigentlich noch holen. Oh! Wir sehen, wie es vorher aussah. Wie cool ist das denn? Es sieht ja genauso aus wie andere Fette aus dem Firmament auch, aber egal. Is this Toulouse before it perished? Ich laufe noch hier durch, weil sie halt eigentlich gar nicht da sind. That's okay, this is a scene from someone else's memory. Aha, okay. Und schon wieder spielt hier diese langweilige Musik in der in Toulouse. Kann man sich nicht eigene Dungeon-Themes ausdenken? Also langsam nervt mich das wirklich. Ich mag den Soundtrack echt gerne von dem Spiel, aber ein bisschen mehr Abwechslung. Genau das Problem hatten auch schon Chronos Arc und Bonds, aber da ist es mir nicht so krass aufgefallen wie hier, weil der Track spielt halt wirklich in jedem Dungeon und ich mag diesen Track halt nicht so sehr. Der ist halt 3 Töne geführt, die sich die ganze Zeit wiederholen. The medium that controls memories has been left for such a long time. It may be a bit out of control. More work for me. The Memory Management Center was inside the Crown Temple. Entry was prohibited, yeah. Even so, let's look for a memory about Valencia there. We should be able to see old images of the Holy Sword just like they were the present. Yeah, let's head to the Grand Temple. Aber vorher erkunden wir die Stadt, nehmt Ruhe mit, würde ich sagen. Keine Ahnung, ob es noch irgendwas gibt in den kaputten Töpfen oder so. Ich weiß nicht, wie sehr es sich jetzt hier lohnt, sich umzugucken. Das ist ein Loch im Sand. Also so ein, keine Ahnung, ein Strudel meine ich, nicht Loch. Das labere ich. Evil Eye und Golem, alles klar. Alles klar. Ja, die Quatsch, das hier. Und du machst den Angriff wie immer. Sehr schön. Bam. Okay, der Golem heilt scheinbar einiges aus. Bam, 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 bam. Das ist eigentlich ziemlich uncool, dass er so viel aushält. Und tschüss. Ah. Wir haben jetzt er hat seine Defense hochgebufft und wir haben sie quasi wieder gedebufft. Das ist interessant. Yeah, jetzt hat er. Ja, reden. Jetzt hat er auch einen Kamina-Slot mehr. So. Ich versuche mal da reinzugehen. Was passiert da? Okay, nix. Einfach ein optisches Element quasi. Was zeigen soll. Hey, da ist ein Loch im Sand. Keine Ahnung. Oh Gott. Ich. Ja, weiß nicht. Die geht mal hier auch noch so rüber.
Die Gegner hier sind scheinbar relativ anstrengend. Ah, stimmt, du konntest ja auch wieder beleben, ich erinnere mich. So, was ist das hier nochmal? Two Times Attack das, dann machen wir das mal. Zeig mal her, wie das ist. Ja, das war jetzt nicht mega stark, aber es war okay, sag ich mal. Bam, 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 bam. Machen wir es nochmal. Oh Gott, ich sterbe gleich, voll uncool. Die Kämpfe hier sind scheinbar doch ein bisschen stärker und schwerer als gedacht. Okay, jetzt können wir das wenigstens wieder machen, sehr schön. Du kannst dafür nichts mehr machen. Und du. Ja, machen wir das hier, keine Ahnung. Oh Gott, Leute lebt noch, alles gut. So halbwegs. Ja, das ist down, das ist schön. Das ist sehr schön. Jetzt gehen wir auf den Wimpern, würde ich sagen. Okay, du kannst nichts mehr machen. Das ist voll doof. Und Leute ist tot. Das ist wirklich krass hier, was gerade passiert. Kann ich Lloyd? Ja, damit kann ich wiederbeleben. Aber ich heile lieber mit ihr. Ja, deswegen, weil Siegfried gleich tot ist. Super. Kannst du jetzt mal aufhören, eure scheiß Verteidigung hochzubuffen? Das wäre voll super. Ey, die Kämpfe sind ja mega krank einfach. Aber okay, der bufft sich die ganze Zeit, nur warum auch immer. Ich heile jetzt mal Siegfried nicht, weil scheinbar hat er ja nichts Besseres zu tun als... Oh Gott, sich zu buffen wollte ich sagen, aber ja. Ja. Oh Gott. Die Kämpfe sind echt krass. Aber ich bin halt auch nur zu dritt. Sudden Judgment, was ist das denn? So. Da. Ja, ich nehme es mal rein erstmal. Das ändere ich vielleicht noch irgendwann. Ja, ich denke mal, es bringt nicht viel, diese Dinger hier zu untersuchen. Da wird kaum irgendwas Wichtiges drin sein. Vor allem, es bringt halt nichts, die Stadt halt hier abzulaufen, weil die Karten, die Truhen eh in der Karte eingezeichnet sind. Deswegen muss ich ja gar nicht rumsuchen eigentlich. Das finde ich halt ein bisschen schade an dem Spiel einfach. Dass einem die Erkundung dadurch irgendwie weggenommen wird. Und tschüss. Oh, und tschüss. Sehr schön, das ist wundervoll. Vergiftet und gecursed. Perfekt. Ah, das ist schon cool, das Kampfsystem. Die Kämpfe hier. So. Dann haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen Geld. Irgendwie nimmt mir das halt so ein bisschen die Freude am Erkunden, wenn ich die Truhen eh eingezeichnet habe. Aber ganz ehrlich, es wäre auch mega anstrengend, die ganze Stadt abzulaufen, wenn hier überall Random Encounter wären. Ich würde die irgendwann wahrscheinlich ausstellen. So, da muss ich einmal ganz kurz eine Mücke töten. Hat man bestimmt nicht gehört. Das Geräusch. Ja, es klebt Blut an der Wand, uncool. Egal, was soll's. Mann, ey, wo kommt die her? Okay, ich hab's weggekriegt, das Blut. Das wollt ihr auch wissen, ich weiß. Ich, ja, wollte nur kurz erklären, wer dieses Bummgeräusch kam. Da unten ist eine Truhe. Komme ich jetzt wirklich nur von ganz unten rein? Ich mach die Encounter gleich wirklich mal aus, kurz. Um das halt hier abzuchecken, wo ich da hin muss. Nein, nicht die Fenden. Das ist halt wirklich gerade mega nervig hier. Ja, ich habe mich gerade auch beschwert, dass mir das den Spaß am Erkunden irgendwie nimmt, aber es ändert halt nichts daran, dass es trotzdem mehr nervig ist, der Weg. So, ich hole mal die Truhe. Sandslate, okay.
Warte mal, ich mach jetzt noch mal ganz kurz aus, die Gegner. Einfach nur, um die Truhe zu holen. Ich mach sie gleich wieder an. Ach, hier komme ich gar nicht durch auf der Seite. Ist ja voll gemein. Hier komme ich auch nicht durch. Da muss man jetzt wirklich den ganzen Weg zurücklaufen. Mehr gemein einfach. Aber ganz ehrlich, so ist es eh halt angenehmer, wenn keine Gegner da sind. Es ist einfach Fakt, dass es so angenehmer ist. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Ups. Also das Spiel wäre halt nochmal um Welten besser, wenn es... Ancient Documents, okay. Wenn es keine, Random Encounter gäbe. Wenn das einfach nur... Gottverdammt nochmal. Wenn das einfach nur verdammt nochmal, Gegner wären, die hier rumlaufen könnten. Wo ich jetzt sagen könnte, ja, ich kämpfe gegen die, nein, ich kämpfe gegen die nicht. Das war einfach so cool an Chronos Arc. Wahrscheinlich, warum die das in Bonds nicht gemacht haben. Ach, hey, Bonds kam vorher raus, vor Chronos Arc, ursprünglich. Und bei Tetrax auch wieder nicht. Ich bin gespannt, wie das in den anderen Hitpoint-Spielen so sein wird, weil ich habe noch einige andere Hitpoint-Spiele, die ich Let's Playen werden möchte. Oder Let's Playen werde, definitiv. Auf einer Liste halt. Und da bin ich gespannt, wie das da sein wird. Definitiv. Ob das da auch so anstrengend ist mit Random Encountern. Oder ob die da mal ausgeblieben sind oder wie auch immer das sein wird. Ich bin so gespannt einfach. Aber definitiv. Phantom Touch. Scheinbar ein Einschläfer-Skill. Zumindest sah das Symbol davon so aus, als ob das eine Wolke wäre quasi. Aber ich bin sehr gespannt, wie die anderen Hitpoint-Spiele so sein werden. Und allgemein, wie andere Chemco-Spiele so sein werden, weil es gibt ja definitiv noch viel mehr als Hitpoint, die für Chemco entwickeln. Und von den anderen Entwicklern würde ich mir halt auch mal gerne ein Spiel angucken, aber hat sich bisher einfach nicht ergeben, weil ja, die ja sonst so rauskamen, hatte ich keinen Platz auf dem Kanal, die zu spielen, sag ich mal. Weil es kam ja jetzt, Chronos Arc kam halt als Let's Play, weil ich das Spiel durch Zufall auf YouTube empfohlen bekommen, auf Google empfohlen bekommen habe, so einen Artikel dazu irgendwie. Von wegen, ja guck mal hier, das ist ein, klassisches RPG, was für die Switch rauskommt. Und deswegen habe ich das voll interessiert. Ich dachte mir so, okay, spiele ich mal. Da gehe ich gleich hin. Das ist meine Truhe. Das heißt, hier in der Stadt sind noch mehr von diesen Erinnerungen versteckt oder was? Kann ich von hier noch mehr finden als die, die ich bisher gesehen habe? Da würde es eigentlich auch nochmal lohnen, sich hier umzugucken. Im Flicksleep. Okay, das ist cool. Damit kann man die SP eventuell heilen. Das ist echt cool. Aber ja, Chronos Arc kam halt nur, weil es damals, wie gesagt, weil es mir empfohlen wurde. Sonst hätte ich von dem Spiel und von Chemco allgemein auch gar nichts erfahren. Ja. Und Bonds kam dann halt, weil ich mir dachte, ja, du hast gerade Bock, irgendwie sowas zu spielen, deswegen lädst du es dir runter. Und die anderen Spiele von Chemco, die in der Zeit rauskamen, haben mich entweder nicht so krass interessiert oder es waren Fortsetzungen. Zum Beispiel die S-Divine-Serie ist von CXC Creator, wie die heißen. Und da gibt es auch einige Spiele auf der Switch und deswegen wollte ich da halt nicht irgendwas einfach spielen. So, das ist der Firmament King oder was? Der Firmament King. Dankeschön für die Beantwortung einer Frage. Wow. Das hat sich gelohnt. Definitiv. Nichts. I remember now. The era of Firmament King lasted for hundreds of thousands of years. Just think how many of the Firmament Kings sat on that chair. And the last of them, our king. We need to take the place of the king and protect both the firmament and the surface. Okay, Moment, ich will mich jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen umgucken, mit Gegnern ausgeschaltet. Weil ich gucken möchte, ob wir hier noch sonst noch irgendwo so eine Erinnerung vielleicht übersehen haben. Weil die konnte man gerade schon ein bisschen übersehen, finde ich. Ich weiß halt nicht, ob man die vielleicht sogar alle sehen muss, um weiterzukommen oder so. Keine Ahnung.
Ich muss noch mal ganz kurz hier ein bisschen erkunden, bevor ich weiterlaufe. Ob hier noch irgendwo sowas in der Art, wie es eine Erinnerung ist, keine Ahnung. Kann halt sein. Hier oben laufe ich erst nachher weiter zu den Schatztruhen. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Es ist eigentlich sinnlos, jetzt hier umzugucken. Aber ich will trotzdem gucken. Weil ich mir zu 1000% sicher sein möchte, bitte. Kann ich hier unten? Ah, guck mal, hier unten komme ich gar nicht lang. Okay, interessant. Okay. Weil halt da links noch so ein Bereich ist, rechts meine ich, wo wir bisher noch nicht waren, aber da kommt man gar nicht rein. Das ist einfach nur optisch halt so ein bisschen, dass die Karte nicht so leer aussieht, sag ich mal. Oder kommt man vielleicht von oben da irgendwie rein, irgendwann, keine Ahnung, kann sein, was weiß ich. So, jetzt sind wir hier. Ne, man kommt da definitiv nicht rein. Ne. Was halt hier rechts neben uns ist, in der Mauer, da kommt man halt nicht hin, meine ich. Okay, holen wir uns erst die eine Truhe, die sind ja scheinbar auf zwei verschiedenen Mauerseiten. Ja, genau. Mach sie bitte auf. Ein Allen Ring, alles klar. Bum, 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 bum. Ah, diese Musik ist so... Sie passt halt voll gut in so Szenen irgendwie. Ich hab die Gegner ausgemacht, stimmt. Die passt halt voll gut in so Szenen, wo irgendwie die bösen Charaktere gerade reden. Aber die passt halt nicht als Dungeon-Musik, finde ich. Voll unpassend. Einfach vor allem in so einer... In so einer heiligen Stadt hier. Toulouse war eigentlich voll die heilige Stadt quasi. Wo, finde ich, eine ganz andere Musik spielen müssen normalerweise. Toulouse war eine heilige Stadt, wo halt der Firmament King gelebt hat und alles. Und deswegen müsst ihr eine ganz andere Musik spielen, die halt mehr dazu passt einfach. Aber der Track ist halt einfach drei Tonabfolgen, die sich gefühlt immer wiederholen. Ancient Rover, alles klar. Und die passt halt, wie gesagt, voll gut in irgendwelche Szenen, wo das Böse in Person quasi mit uns redet oder... Keine Ahnung, zum Beispiel auch, in diesem Purification Tower, den wir damals hatten. Da hat der Track auch voll gut reingepasst, finde ich. Weil eben, dass er auch Misaris Turm quasi war. Und sie halt eine von den Bösen ist. Deswegen hat das voll gut eigentlich gepasst dazu. Aber hier passt der Track einfach nicht, finde ich. Er passt hier nicht. Oh, was soll's. So. Sehr schön, ist kaputt, endlich. Bam. Ich stirb. Au. Das tut mir voll weh, der Angriff. Dankeschön. So. Ich greife mir gefühlt 1000 kleine Insekten an. Das ist mega anstrengend. Guck mal, da wurde vergessen, die Töpfe als feste Objekte zu machen. Da konnte ich einfach drüber laufen. Interessant. Ach ja. Oh, was ist das denn? There's something there. The Grand Temple is just there too. This is bothersome. Und du bist wahrscheinlich der Boss in dem Gebiet hier, oder? Ja. Oh, das Boss-Team war immer mega geil, stimmt. Jetzt ist es plötzlich so ein Drache. Das Ding sah gerade ganz anders aus, einfach. So, ATK und Defense for 2 Turns. 3 Turns, stimmt da. Nee. Ich mach das hier, würde ich sagen. Und du machst den Curse Wind und den zu. Ja, Cursen halt, logischerweise. Vielleicht sollte ich mit ihr nicht die krassen Skills nutzen. Ich muss mir bei ihr die Heilung aufsparen. Deswegen greifen wir mit ihr nicht an, weil ich bei ihr die Heilung quasi haben möchte. Oh Gott. Genau deswegen, weil es alle irgendwie gecursed sind und vergiftet sind oder so. Und Leute ist gleich tot, super.
Oh nice, aber der Angriff. Geil, 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 geil. Jetzt haben wir hier Soul Classing. Bevor Lloyd am besten stirbt. Voll cool. Okay, sehr gut. Ja, ist tot, scheiße. Das ist absolut nicht gut, gut. Vor allem, weil Lloyd unser Damage-Spieler ist. Oh ja, wir wurden nicht getroffen. Also, wir sind vergiftet und gepoisoned, aber wir wurden nicht getroffen von dem Schaden. Aber das ist jetzt ziemlich uncool eigentlich. Wir könnten jetzt... Er heilt sich! Ja, wir sind jetzt tot. Wir sind tot. Weil sich geheilt hat. Oh, sie hat null Schaden bekommen, warum auch immer. Das ist praktisch. Jetzt stirb doch. Hör auf, dich zu heilen! Ja, ja, wir sind, glaube ich, tot. Ja, jetzt kann ich nicht so angreifen. Ich hätte mit Aileen meine... Oh mein Gott, ein Crit, geil! Okay. Ich hätte mit Aileen meine SP aufsparen sollen und heilen sollen, Leute. Wiederbeleben, meine ich. When we are fighting as a group of three, it feels strange that Ishbel isn't with us. Sorry, sorry. I don't want to worry you about things that much. You're just like a blunt instrument. Okay. Und natürlich noch ein Random Encounter. Wer hätte das gedacht? So eine nervige Scheiße einfach. Also, liebe Hitpoint-Entwickler, fürs nächste Spiel könnt ihr euch gern mal in den Hintern beißen mit euren Scheiß. Ihr wisst schon. Ihr wisst schon, was ich meine. Mit euren Scheiß Random Encountern. Macht wieder Gegner, die man sehen kann. Wie in. Oh, das war 2000 mal besser. Hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und vor allem macht die Gegner wieder besser, die auf der Overworld halt rumlaufen. Die besonderen Gegner, die man finden muss. Macht die wieder besser, dass man die erkennen kann. Nicht, dass die einfach random in irgendeinem Kampf halt vorkommen. Das war so dumm einfach. Jetzt stirbt doch endlich. Dankeschön. Meine Güte. So, jetzt können wir hier hoch. Hier noch irgendwas? Nö. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier aussieht. Ist es noch ein Dungeon eventuell? Gut. From the way it's weathered outside, I was worried about the inside of the Grand Temple. But looking around here, it seems that it's preserved well enough for there to be no problems. That's true, but I know what the Grand Temple used to be like. Trust me, this is a shock. Look, there's a fragment of Emery there too. Mal gucken, was uns das zeigt. Wahrscheinlich genau die Erinnerung an Valencia, die wir brauchen, stimmt's? I know it's just an image, but even so, it's pretty intimidating. I guess I'm not suited to work managing memories. Bah. It's easier once you get used to it. It doesn't take long. The management of people's memories is useful to the deities. You soon become happy to think that. You'd happily do any job given to you by the deities, wouldn't you, Siegfried? Of course, why wouldn't I? Das war jetzt sinnlos, weil das war prinzipiell genau die gleiche, die wir auch draußen gesehen haben. Do you mind if I take a walk around for a while? Of course not. We'll get with you. Und das ist die nächste Erinnerung. There's another fragment of memory here. Machen wir den Part ja nicht zu lang. Oder ist es, oder? Nee, es ist Estafil. Estafil. The location is clear. Ishbel has it now. Yeah. Und damit auf der anderen Seite wahrscheinlich Valencia sein, oder? Weil es gab, glaube ich, noch einen Weg nach rechts unten, oder?
We have to deal with Ishbel. We have to give him a good beating. Hey, hey, don't brood about it so much. You always tend to get obsessed about things. Don't you think it's too soon to be absolutely certain he's on the enemy side? Ishbel's acting strange. Yeah, his expression has changed somehow too. Am Ende kommt er eh in unser Team. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass irgendwie sowas kommen wird. Auch bei Misari habe ich mir da schon überlegt, ob die eventuell sogar ins Team kommt. Weil in den Chemco-Spielen sind jetzt meistens die Charaktere, die ein eigenes Artwork haben. Aber dann könnte man auch argumentieren, dass der König zum Beispiel auch ein Artwork hatte, glaube ich. Und der wird wohl kaum in unser Team kommen. Ist halt so die Sache. But there was that town and Edwards. Lena and Chloe aren't gonna forgive Ishbel. He's involved with Aegis too. He may even be helping with the terrible research. Never know. Yeah, I can't deny that. However, Ishbel is... more than that. How come he said nothing to us? It's frustrating. No, it's really annoying. What? Complaints? Unusual for him. He said we had to go to give Ishbel a good beating. I guess thinking about that made him flustered. At least it's good that we both wanna believe Ishbel. Ja, war klar. Ja, und da ist auch so ein Sockel oben, da wird Valen Ziel drauf gelegen haben. Ist ja auch irgendwo logisch. Aber wenn Lloyd schon voll oft in diesem Tempel damals, damaligen Zeit war, warum zum Teufel ist ihm das Schwert dann niemals aufgefallen? Ist etwa dein Ziel? When is this memory from, I wonder? There's not much info about this memory. I'm not sure about the age. Ja, okay, stimmt. Vielleicht ist sie sogar noch vor der Zeit, bevor Lloyd und die anderen gelebt haben. Vielleicht ist sie halt von lange vorher. Und war dein Ziel, wurde halt, bevor Lloyd und so entstanden sind, quasi gestohlen oder was weiß ich. Aber hier ist Valencia jedenfalls nicht mehr. Es war mal hier. Hey, wo ist der Stein jetzt hin? Der Altar. Der war gerade eben noch hier. So we know now that another holy sword, Valencia, existed. Let's head to the memory storage location and see if there are any detailed memories about Valencia. What's this? It's information storage medium. It is. Inside it, there's probably a memory that's so much greater than a fragment from before. It might contain really important info. You're saying there's some knowledge about the Holy Sword remaining in this? I hope so. Let's see if we can find out where Valencia is located. Mal gucken. Ah, vielleicht sehen wir jetzt, wie es gestohlen wurde. Oder was auch immer. Irgendein Priester oder keine Ahnung. Hey, what is it you want? Did the lookout let you through? Darkness. Okay, das ist böse. Entrance into the east of this castle is only permitted to those priests entrusted with the duty of protection. Ah, okay, deswegen war Lloyd vielleicht nie hier. If you were a priest, you'd know that, wouldn't you? Leave now. Control of the darkness. Wer ist das? Darkness. Hey, stop fooling around. What are you mumbling about? If there's something you want, spit it out. Jess, the lookout was killed, so I came to see what was happening. What's your intention? Don't go any closer to the holy source. Jess heißt der, okay. Shut up. That holy sword is for me, more than anyone else. Also, ist Jess vielleicht irgendwer, der auch hier im Schloss quasi gelebt hat und jetzt irgendwie durchdreht und von Darkness labert und das Schwert haben möchte, um Macht zu haben oder so? Weil, woher kannte der Priester sonst seinen Namen, der Jess heißt? Der muss ja ihn irgendwie kennen. It's so I can become a deity. Okay, er wird zur Gottheit werden. Und die lassen ihn das nehmen, alles klar. You don't know what you're saying. My lord will give to me the power of Hades. Okay.
Er hat irgendein Loch in das Raum-Zeit-Kontinuum geschlagen oder so. Ah, the great power of the darkness of Hades. It's gonna be mine. Der hat sich nachgestellt, wer sagt das? Ah, der König, oder? For a moment, King. Is it Estherfield? There was no other option. You can't, for a moment, King. However equal to the deities you may be, even you cannot take the holy source. This is the will of the deities. Firmament King, come on, slash me with Estherfear. Humankind will learn at last the meaning of the existence of two holy swords. Fool! Just remember. Und tschüss. Moment, war Judatis, war Jess der Typ, der Ishbel am Beginn des Spiels erweckt hat? Sah er nicht genauso aus wie er? Das ist der Start of a new myth. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. War das nicht der? Ich muss mir den Anfang des Spiels mal angucken. A knowing little man made the malice swirling in the darkness of Hades consume you. Firmament King, the holy sword Valencia. That is an evil sword to open the door to Hades. In the future, there is no guarantee that an impious person like Jess will not appear again. That sword should not exist. What happened to Jess? Even if he has the holy sword, I don't think he can survive in Hades, invaded by such deep darkness as it is. He'll rot away in no time. There was only one holy sword. One is sufficient. I never thought the holy sword Valencia would be in Jess' possession. I don't know how old what we just saw was, but it's true that 600 years ago Jess came back from Hades. Yeah, bringing the omnious darkness with him. And he covered the surface in that darkness. He used the power of the darkness to control the world and tried to become a new deity. Foolish. 600 years ago we defeated Jess at the Scar of Chaos. Ach, das war der! Okay. Ja, das haben wir schon mal gehört, dass die Jess... Stimmt. Ja, das ist halt das Ding. Ich habe das Spiel ja eine längere Zeit nicht mehr gespielt gehabt, weil... Es kamen ja die letzten 2-3 Wochen keine Videos mehr zu dem Spiel. Deswegen habe ich das wieder voll vergessen. Aber ja, okay, stimmt. And with the holy sword Estherfield, we sealed him away in Hades. Could he still have the holy sword Valencia even now? If he does, it's checkmate. He is still in the depths of Hades. Thanks to the seal, he shouldn't be able to move freely, though. Maybe as far as Valencia is concerned, we should just give up. Tetrox! Then and the group have set up a gate to Egypt successfully and returned to the society. Wie kommst du jetzt hierher? Is that so? We return immediately. Geht jetzt direkt weiter? Oh, ich will mal den Part beenden! It looks like you set up the simple gate with no problems. Shouldn't you say welcome back first? Welcome back, all of you. No injuries, I hope? It was a piece of cake. Yeah, it was no big deal. Redest du mit dir selbst? There was someone who helped us, though. Oder hat gerade Asagi das erste gesagt? Das weiß ich gerade nicht. Das war noch Len, oder? The goal! Don't worry, he'll be fine. Did you make a friend? Sort of. Near the underground tram stop in Aegis, there was an abandoned underground path. We set up the gate in there. I see, if the path is abandoned, the gate shouldn't be noticed. So how about we all sneak into Aegis then? Whatever happens, we need to stop the research into the darkness antibody that's taking place in Aegis. We're coming for you, Ishbel. Okay, ich kann mal pausieren. Oh mein Gott, ey. So, looking for a lab. Gut, ich hoffe im nächsten Part werdet ihr wieder einschalten, wenn es heißt mehr... Oh, den muss ich noch besiegen, toll.
Wenn's heißt, mehr, hier fehlen auch noch einige. Ah, keine Ahnung. Wenn's heißt, mehr Legend of Hedgehogs, bis dann und ciao. Euer Vibro, tschüss.